See that, Mulan? It's Shan Yu, leader of the Hun army. Come on, girl. This is your big chance. I can see it now. Fa Mulan, whoops, public enemy number one. You're gonna be famous. I'm talking A-list. Mushu, I'm not sure. I haven't even joined the army yet. I have to take my father's place to preserve the Fa family honor. I just hope I don't get discovered. Whatever. You're just scared. Admit it. Aren't you? Huh? Uh-huh. Let's get the jump on him. Gorge! Maybe we better look before we leap. Ja, vor allem, weil wir Mushu eigentlich ja schon aus Teil 1 kennen. Auf jeden Fall ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2, so nebenbei. Is that Mushu? That's right. I know you heard of me. I'm little, lethal and legendary. Now y'all scram before I get my dragon dander up. Hey, Mushu. We missed you. Yeah, well, you better hope I miss you, or else you're Sora, Donald, Goofy. Do you know them? Know them? Man, we used to kick all kinds of bad guy butt together. Yeah, you know I help these guys out of a lot of tight spots. Because I'm a mighty dragon, right? Something like that. And you are? I'm Mulan. I mean... Ping! Mulan Ping! Just Ping. I am Ping, son of Fazu. You know Mushu? Mushu's one of my family's guardians. We didn't know we were borrowing somebody as important as a family guardian. Yeah, that's right. And that puts you three up to your eyeballs in debt to Ping here. Well, guess what, kiddies? It's payback time. Mushu. Ah, they don't mind. Ain't that right? Sounds fair. See, Ping here was just on his way to join the Imperial Army. We gotta go find the other recruits over at the training camp. Would you join us? It'll be easier to fit in if I'm with guys like you. What do you mean, fit in? Well, don't worry about that. You're pretending to be a boy, aren't you? Huh? What? You're a girl? You didn't notice? Not me. I think it's working. I don't know. Those two would fall for anything. I'm right here. So, damit beginnen wir ja unsere Mission im Land der Drachen und gibt's hier noch Trinity-Symbole? Ping schließt sich der Truppe an, aber... Achso, und kann für eine gewisse Zeit nicht ausgetauscht werden. Okay, ich kann höchstens Donald mit Goofy austauschen. Ich bleib allerdings mal bei Donald in der Hoffnung, dass der mich heilen kann. Das könnte nämlich ziemlich wichtig sein. Aber gut, starten wir einfach mal. Ist ja Wurst. Und Käse ist es auch. Das Kommando Wechsel wurde hinzugefügt. Dieses Kommando erlaubt den schnellen Wechsel von Gefährten, okay? Benutze dieses Kommando, um Gefährten während eines Kampfes auszuwechseln. Interessant. Aber lasst uns erstmal die Truhen hier öffnen, in der Hoffnung, auf diesem Feld zwar Mushus Schatten zu sehen, okay? Nur damit wir uns hier ein bisschen orientieren können, schätze ich. Aber ja, das speichern. Und zu dem Mokri hier hin. Da können wir nämlich einkaufen. Items aus Läden, in denen du bereits warst, können auch in den Läden in den großen Städten erworben werden. Okay, und Items herstellen können wir auch. Dafür geben wir erstmal die Materialien ab, kriegen dafür leider nichts Neues. Schade eigentlich. Herstellen können wir wohl auch noch nichts. Na gut, aber kaufen können wir theoretisch. Hier kriegen wir nämlich erstmal... neue Accessoire-Möglichkeiten theoretisch mit dem Feuerreif, der Eisklammer, der Blitzspange und der Abas-Kette. Und die Abas-Kette ist natürlich ziemlich praktisch.
Allerdings, glaube ich, bin ich momentan eher so der Fan von Potions. Ich glaube, Potions brauche ich jede Menge. Das hier ist alles Rüstung. Ich werde mir auf jeden Fall mal 4 Potions zusammensammeln und Goofy und Donald, die kriegen jetzt ein Elfentuch jeweils. Ich bin mal so gnädig. In der Hoffnung, dass ich demnächst vielleicht auch noch was anderes finde. Nee, Pink braucht nichts. Donald und Groovy. Donald und Groovy kriegen jeweils ein Elfentuch. Einfach nur, um die mal ein bisschen zu füllen. Außerdem will ich hier Goofys Potions haben. Ich traue dem nämlich nach wie vor nicht zu, dass er damit gut umgehen kann. Bin mir nicht sicher, ob die mittlerweile gut damit umgehen können, aber da ich Goofy momentan sowieso nicht ausgerüstet habe, sehe ich keinen Grund, dass der die Items haben sollte. Stattdessen nehme ich die mal alle lieber an mich. Das denke ich, sollte besser sein für uns alle. Aber vielleicht bin ich da auch einfach noch etwas zu sehr im Kingdom Hearts 1 drin. Remember, girl, Anley. Glaubt, die gute Mulan hat keine Ahnung, wie sie einen Mann bewegt. Die hat keine Ahnung von Männern generell, oder? Hey, no cutting! Get out! Back off! Mach ihn fertig, Donald! Los! I wonder what they're serving for lunch today. Knuckle sandwiches. That does it! Please. Please. What a girl. Knock it off. Knock what off? You punched me. What a shrimp! Who you calling a shrimp, panda lips? I'm a bona fide guardian dragon! Let's just get back in line, okay? Whose side are you on? I just got slugged! Want some more? Soldiers! Get back in line! The captain! What are they? Heartless! Oh, yeah? Ping, I hope you're ready. Haben die sich gerade verzogen? Zuerst vordrängeln und dann sich auch noch verziehen, oder was? Die Leiste links oben repräsentiert die Moral der Gruppe. Wenn die Leiste auf 0 sinkt, heißt es Game Over. Wow, okay. Alles klar, das heißt, ich muss hier jetzt auch noch auf Moral achten. Ich denke, das ist allerdings, das bleibt nicht immer so. Das ist eventuell, entweder ist es eine Besonderheit von dieser einen Mission hier oder es ist eine Besonderheit der, vom Land des Drachen, also hier von Mulans Welt. Das weiß ich nicht so genau, aber prinzipiell ist das hier erstmal jetzt noch kein Problem. Auf noch, ich weiß nicht, wie sich das noch ändert. Ihr drei, nennt mir eure Namen. Sora, Donald und Goofy. Willkommen in meiner Einheit. Eure Kampffertigkeiten sind für die anderen vorbildlich. Ha! Ich bin der Sohn von Fa-Shu. Fa-Shu? Ja, Fa-Shu. Du solltest besser nach Hause gehen. Was? Warum? Aber das würde meine Familie entehren. Du würdest also lieber meine Einheit entehren? Dieser Dickkopf von einem Hauptmann.
gedacht, das war Mushu jetzt wahrscheinlich, aber... Wenn Ping hart trainiert und sein Bestes gibt, wird er im Nu stärker werden. Gebt uns einfach eine Aufgabe, wir werden euch zeigen, dass wir gut zusammenarbeiten. Ihr wollt also, dass ich euch auf die Probe stelle? Unsere Befehle lauten, Shan Yus Armee auf ihrem Weg hierher abzufangen. Sie sollten eigentlich über den Tung Shao Pass kommen. Wir werden sie alle machen! Oh ja, ich bezweifle das auch, danke. Ihr vier seid die Vorhut, kundschafte den Pass für meine Einheit aus. Das ist alles kein Problem. Nicht wahr? Also, sicher. Die Details lasse ich euch später wissen. Kommt wieder zu mir, wenn ihr aufbrechen wollt. Denkt daran, die kleinste Aufgabe kann von größter Bedeutung sein. Seid wachsam. Jawohl! Yes, Sir! Hi! Wie auch immer. Eine neue Karte gekriegt. Ich glaube nicht, dass wir jemals eine Karte verpassen können. Aber gut, was können wir hier so alles sammeln? Mal abgesehen davon, dass wir die Dinger hier sammeln können. Vielleicht aber nicht das hier. Ein Pfeil steckt ganz oben an der Spitze des Pfahls. Ja, den kriegen wir auch nicht hier runter. Können wir irgendwas tun? Speichern vielleicht? Wow. Kann fliegen. So ein bisschen. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Aber ja. Shan Yu hat einen Falken, der richtig gefährlich reinblickt. Reinblicken soll. Habt ihr das niedergebrannte Dorf? Niedergebrannte Dorf gesehen? Man stelle sich vor, was er uns antun wird. Gar nichts, denn wir werden ihn fertig machen, mein Guter. Just belief. Aber ja, sieht so aus, als könnten wir ja tatsächlich nichts tun. Ich meine, fliegen können wir auch noch nicht. Von daher kommen wir sowieso noch nicht an die ganzen Kronen hier dran. Ich bin Xian. Der Kurze da ist Yao und der Dünne ist Ling. Sagt, was waren diese Dinger vorhin? Ist es das, womit wir es hier zu tun haben? Ja, vermutlich auch. Keine Ahnung. Aber ja, wir können nicht speichern, wir können nichts tun hier. Von daher frage ich einfach mal meinen Auftrag und behaupte mal, ich bin bereit für meine Aufgabe. Wir haben drei verschiedene Aufgaben, okay. Bei der Passierstelle wurden verdächtige Gestalten gesehen. Seht dort schnell nach dem Rechten und besiegt den Feind. Alles klar. Null Problemo, Chefo. Besiege alle Herzlosen. Sieh zu, dass die Moralleiste nicht auf Null sinkt. Das sollte doch kein Problem sein. Herzlose, mit Herzlosen hatte ich bis Altar. Wenn ich mal den richtigen Herzlosen angreifen würde, der mir hier hinterherläuft und mich nervt, dann sollte das auch kein Problem. Sollte das auch kein Problem sein. Außerdem habe ich hier Feuer. Oh yeah. Okay, Feuer brennt ganz schön. Ich bin tot. Ah, oh, cool. Öfter mal was Neues. Die Viecher waren aber auch fies. Und nervig vor allem. Aber ja, ich war auch einfach zu sehr von den Herzlosen abgelenkt. Ja, beziehungsweise von meiner Feuermagie, nicht von den Herzlosen. Ich habe mich zu wenig auf die Herzlosen konzentriert. Das war das Problem. Ich könnte hier zum Beispiel versuchen zu blocken. Das funktioniert aber auch absolut gar nicht. Killers, lasst mich in Ruhe. Diese komischen Herzlosen sind echt fies. Die sind stark und lassen mich nicht in Ruhe. So, aber mit einer Abwehrkraftsteigerung sollte das Ganze doch jetzt hoffentlich ein wenig einfacher werden. Hoffe ich einfach mal so. Ansonsten ist Donald hier schon mal außer Gefecht gesetzt. Das ist natürlich unpraktisch. Aber ja, ich denke mal, solange unsere Moral hier ja jetzt nicht auf Null sinkt.
sollte das Ganze eigentlich kein Problem werden. Oh, es sei denn natürlich, wir müssen uns hier um den alleine kümmern. Oh. Der ist nämlich irgendwie nicht wirklich... Autsch. Oh, ich habe keine Potions. Ah, ich kann tatsächlich nur... Ach so, ich sollte die Potions auf Auto auffüllen. Okay. Moment. Erstmal hier die Mission erledigen. Das war nämlich auch mit meiner Moral ziemlich knapp. Dann die Potions auf Auto ausfüllen. Das habt ihr ganz passabel erledigt. Dankeschön. Aber bleibt wachsam. Das ist erst der Anfang. Ja, das fürchte ich ehrlich gesagt auch. Kann ich nicht speichern hier irgendwo? Muss ich nochmal zurück zum Speichern? Das ist ja elend. Auf jeden Fall erstmal jede Menge Potions ausrüsten hier. Beziehungsweise ich kann ja eine Potion auf Auto ausfüllen und dann hier die High Potion und das Aether jeweils ausrüsten. Alles schön auf Auto ausfüllen. Dann kann ich nämlich hier immer schön die Potions einsetzen. Und ich setze die Potions tatsächlich mal auf Dreieck, Eis auf X und Feuer auf Kreis. So bin ich es, glaube ich, nämlich noch gewohnt. Aber ja, wir gehen mal kurz speichern. Ich bin gleich wieder da. Ich bin aber ja auch völlig unterlevelt. Ich bin jetzt Level 9. Das empfohlene Level ist Level 10. Und ich spiele es auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Oh yeah. Eine Meute von Feinden bewegt sich auf die Passierstelle zu. Haltet sie auf und achtet dabei auf seltsame Gegner. Yes, sir. So, vielleicht hätte ich... Ne, ich brauch Donald halt für die Heilung. Ich muss nur hoffen, dass er halt nicht so schnell und so oft stirbt. Das wäre halt praktisch. Oh, diese schon wieder. Ah, das war Mist. Jetzt habe ich mich an die Kingdom Hearts 2 Steuerung schon gewohnt. Jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen. Ach, wie man es macht, macht man es verkehrt. Oh, das hier ist ein neuer Herzloser. Ich sollte schnellstmöglich eine Potion einsetzen, zu dem ich nicht komme. Warum kann ich keine Potion einsetzen? Danke. Ich dachte, ich hätte Potion auf Auto nachfüllen gedrückt. Das ist ja fies. Oh, das hätte ich blocken müssen. Oh, dammit. Meine Moral! Ich erkämpfe mir meine Moral erstmal zurück. Moment. Oh, und wir haben mehr von den Feinden und zwei von den... Oh, das wird mein Elend. Das wird mein Ende. Mein Elend. Oh yeah! Das hast du davon, wenn du dich mit mir anlegst, mein Freund. Wow, war das knapp. Hm, nicht schlecht. Jetzt bereitet euch für eure restlichen Aufgaben vor. Okay. Nochmal, warum... Ach, die Potions... Oh, dang it. Ah, alles klar, genau so war das. Die Potions füllen sich erst nach dem Kampf wieder auf.
Das heißt, ich bleib wohl bei 2 Potions und einer High Potion. Für den Notfall einfach mal eine High Potion. Mein Auto auffüllen darf die sich trotzdem, das ist von mir aus, aber... Oh, goddammit. Ich geh mal wieder speichern. Ich geh mal sicherheitshalber immer speichern. Und geh mich auch einfach mal so, also mal abgesehen davon, dass ich die... eine neue Ability hier noch ausrüsten würde gerne. Combo Boost ist nämlich praktisch. Sehr praktisch sogar. Ich gehe mich einfach mal so an der Passierstelle umgucken. Vielleicht sind hier ja noch irgendwo... Da ist noch ein Item. Prinzipiell aber tatsächlich einfach wirklich 1:1 das, was ich da normalerweise hatte. Ich meine, das eine Item, das ich eben im Kampf geöffnet habe, das blieb ja jetzt auch geöffnet, von daher da nichts Neues. Sprechen wir lieber mit ihm hier und versuchen, die letzte Aufgabe noch zu erfüllen. Sieht so aus, als wäre der Feind ins Lager eingefallen, besiegt alle Gegner, auf die ihr trefft. Oh, okay. Noch 7 Herzlose. Klingt an sich schon mal nicht so schwierig. Muss aber, schätze ich, auch schnell genug sein, weil die sich die Moral natürlich auch mit der Zeit senkt. Und der ist schnell. Stört mich jetzt aber erstmal nicht. Mich irritiert eher, dass er keine Lebenskugeln hier fallen lässt. Das könnte zu einem Problem werden. Aber prinzipiell ist das hier, glaube ich, wirklich nur eine Frage der Zeit. Ob ich es schnell genug schaffe, die Moral aufrecht, beziehungsweise ob ich die Moral lange genug aufrechterhalten kann, um hier tatsächlich den Feind zu besiegen. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Donald kümmert sich in der Zeit hier um den Herzlosen. Zumindest fast. Ja, das war die einfachste Mission bisher. Aber ich beschwere mich da nicht. Ja, das ist genau, was ich von euch erwartet habe. Nun, auf euch warten immer noch einige Aufgaben. Bleibt auf der Hut. Und kriegen dafür einen weiteren Abilitamin. Ach, ein Ability-Vitamin. Alles klar. Erhöht die Maximum-AP um den Wert 1. So, hier kriege ich es auch gesagt. Ja, hier kriege ich es gleich vom Spiel erzählt. Und ein weiterer Beweis dafür, dass ich mich an dieses Spiel absolut nicht erinnere, sonst hätte ich es in Kingdom Hearts 1 nämlich auch gewusst. Aber gut, ich schätze, momentan brauche ich die Abilitamine noch nicht. Aber gut. Das habt ihr gut gemacht. Ich wusste es. Oh ja, ich wusste es. Hauptmann, ich nehme an, du hast ein paar Fortschritte gemacht. Nicht ein paar, eine Menge. Nein, ihr habt recht, Hauptmann. Bitte gebt mir noch eine letzte Aufgabe. Diesmal zeige ich euch, was ich wirklich drauf habe. Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Okay. Kommt zu mir, wenn es losgehen kann. Denkt dran, es mag vielleicht nur eine Feuerprobe sein, aber es ist trotzdem eine wichtige Aufgabe. Seid auf der Hut. Jawohl! Aber ich schätze, darum kümmern wir uns vielleicht auch erst beim nächsten Mal. Wir gehen noch einmal kurz speichern und dann schauen wir mal.